Pandora, Pandora First Contact. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Live-Abends von Cifforum.de am 23. Januar 2014. Herzlich willkommen zu meinem Co-Moderatoren, zu Piero Parker. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück und schön, dass ihr noch immer da seid. Herzlich willkommen die Zuschauer, die Live-Zuschauer im Chat auf Twitch.tv und alle diejenigen, die sich das Video, den Mitschnitt dieses Live-Abends anschauen werden auf YouTube. Was ist bislang passiert? Wir spielen die Solar-Dynastie hier bei diesem Pandora-Einzelspieler-Match und wir haben gerade kennengelernt, die ersten beiden fremden Fraktionen, die Noxium-Gesellschaft und die Militaristen, haben wir auch kennengelernt. Und wir selber haben bislang nur eine Stadt hier, das ist Kim Il-sung, aber haben viele, viele Truppen, viele, viele Kolonialsoldaten, die wir zur Erkundung der Welt überall hinschicken. Und bald, denke ich, sollten wir, Piero Parker, daran denken, unsere zweite Stadt zu gründen. Ja, dafür sollten wir uns natürlich überlegen, wo tun wir das denn überhaupt? Vielleicht schauen wir uns gleich einfach mal auf unseren Kontinenten um, was wir für weitere Möglichkeiten haben. Eben war dein Ton besser. Vielleicht sitzt dein Headset nicht richtig auf oder du hast einen leichten Wackelkontakt. Also ich höre dich gerade deutlich schlechter. Okay, also, da müsste ich mal eben schauen. Also, eigentlich habe ich hier nichts verändert. Lieber Chat, wie seht ihr das? Hört ihr mich schlechter, besser oder... Genauso wie liegt das einfach nur an WBs alten Ohren, oder wie kann das sein? So, und ich klicke jetzt derweil hier mal, ich glaube Richtung Kunstdünger könnten wir gehen. Das ist das Gebäude, mit dem man Nahrung bekommt, gratis Nahrung in den Städten. Das wäre eine Möglichkeit. Gehärtete Stahlplatten, auch interessant. Stahlpanzerung bringt plus 25% für die Einheiten, die wir erschaffen. Auch interessant. Alles ganz gut hier. Gefällt mir alles eigentlich sehr, sehr vernünftig. Das hier ist natürlich ein super Ding. Adaptive Befestigung, da kann man nämlich das Gebäude bauen, diesen Verteidigungswall, die adaptiven Bunkerwände in den Städten. Ganz wichtig, falls einen die Aliens irgendwann beginnen anzugreifen. Und glaubt mir, sie werden es machen. Hellfire, auch ganz wichtig. Flammenwerfer, eine Möglichkeit, die Soldaten mit Flammenwerfern auszurüsten. Viele, viele Möglichkeiten, die sich uns hier bieten. Und bevor wir uns dafür entscheiden, zwei, drei Hinweise gerade einmal aus dem Chat. Zum einen ist es... Ja, bitte? Dein Ton ist jetzt wieder gut. Ich weiß nicht, was du verändert hast, aber jetzt ist gar alles bestens. Gar nichts. Also zum einen ist es so, dass die andere Auflösung bei den Zuschauern nicht wirklich so ankommt, wie wir uns das vorgestellt haben, denn sie sehen jetzt einfach nur... Sie sehen alles genauso klein wie vorher, nur mit jetzt einem schwarzen Rahmen drumherum. Da würde ich also fast vorschlagen, dass wir wieder auf die alte Ansicht zurückkehren. Und sonst habe ich noch irgendwo etwas überlesen. Genau, es wünscht sich ein Zuschauer, dass wir das Hexgitter wieder abschalten. Ich mache mal beides. Also ich schalte mal das Hexfeldgitter weg. Jetzt habe ich das gemacht und riskiere mal, bei laufendem Livestream die Auflösung hier zu verändern und hoffe, dass das gut geht. Und hoffe, dass das jetzt alles funktioniert hat. Also, Kim Il-sung ist gewachsen. Ein Bürger mehr, wird vom Programm ja automatisch als Bauer eingeteilt. Wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn wir mal 30 Nahrung im globalen Pool, ist nicht unbedingt nötig. Können wir also im Prinzip auch hier einstellen als Forscher. Mal gucken, welches Forschungsgebiet wir hier wählen. Ich klicke mal hier auf die gehärteten Stahlplatten. Und die Frage ist, wollen wir noch einen Kolonialsoldaten in einer Runde fertig haben und danach den Kolonisator? Mal gucken. Jedenfalls die gehärteten Stahlplatten habe ich eingestellt, dann können wir ab der nächsten Runde nämlich einen besseren Soldaten erschaffen. Prima. Vielleicht einmal einen Hinweis an diejenigen, die uns im Chat zuschauen, die Schwierigkeiten haben, das Interface zu lesen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Bild aus dem Browserfenster herauslösen. Dafür gibt es eine Funktion unten im Rahmen des Videos und könnt es unter anderem natürlich auch maximieren oder falls ihr einen zweiten Monitor habt, dann es auf dem anderen Monitor maximieren und trotzdem noch weiter chatten. Wir können leider die Interface-Größe offensichtlich nicht wirklich beeinflussen, aber wenn ihr den Bildschirm einfach maximiert, dann könnt ihr sicherlich besser uns folgen. Wir werden natürlich trotzdem versuchen, möglichst viel vorzulesen und möglichst viel zu erläutern, aber das wird uns natürlich nicht immer gelingen. Und wenn ihr euch das mal anschaut...
Wir haben jetzt das erste Mal die Möglichkeit, in der Werkstatt Einheiten unserer Wahl zusammenzuschrauben. Und das ist eine Besonderheit von Pandora und die ist in der guten Tradition von Sid Meier's Alpha Centauri, Piro. Ja, ich kenne das ehrlich gesagt auch nur vom Hörensagen, weil ich Sid Meier's Alpha Centauri nicht gespielt habe. Nichtsdestotrotz, die Werkstatt funktioniert so, die alten Alpha Centauri-Hasen werden es dann also kennen. Hier gibt es die unterschiedlichen Gattungen von Einheiten, wenn man so will. Und diese kann man nun durch die Errungenschaften, die wir durch Technologieerforschung erlangt haben, hier nun verbessern. Als Beispiel, wenn wir jetzt diesen Kolonialsoldaten nehmen, wir machen jetzt einen neuen Entwurf und geben den Kolonialsoldaten einen schönen Namen, damit wir ihn auch von dem schwachen Standardsoldaten unterscheiden können. Der kreative Name lautet Soldat 1. Und das finde ich mal als Kritik. Das geht natürlich überhaupt nicht. Trooper 1 ist natürlich auch viel netter. Und wenn wir nun, links, wir haben jetzt ja gerade die Stahlpanzerung erforscht, das ist eine Panzerung. Wenn wir also jetzt hier links auswählen, Panzerung sehen wir, können wir diesen Soldaten sofort anlegen. Das steigert die Kampfkraft um 25%, darum also nicht mehr 2 Kampfkraft, sondern 2,5. Und es steigert allerdings auch die Produktionskosten dieser Einheit. Das ist also einerseits ganz nett, andererseits kostet diese Einheit jetzt ein bisschen mehr. Das heißt, es dauert nun einfach länger, sie herzustellen. Und sobald wir die Werkstatt nun verlassen, ist dieser neue Entwurf nun auch in den Stadtbildschirmen zu finden. Wenn wir jetzt also in unsere Hauptstadt einmal reinschauen und dort in die Bauprojekte, dann sehen wir, Trooper 1 kann hier gebaut werden und der dauert aktuell sogar noch nicht mal sehr viel länger als der Kolonialsoldat. Das ist natürlich wunderbar. Mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt auch zügig anfangen, vielleicht doch noch hier über die Schadensverhinderung, über diese Waffen, über diese Einheitenkomponente, Deadlock-Ausweichfeld, weiterkommen zum Hellfire-Flammenwerfer, denn dann können wir die Soldaten, die wir jetzt errichten, die wir jetzt ohnehin bauen, schon mal richtig fit machen, ne? Genau, das Hellfire ist eine weitere Verbesserung, die wir dann in der Werkstatt unseren zukünftigen Einheiten hinzufügen können, durch die wir einen Bonus gegenüber biologischen Einheiten erhalten, das heißt zum Beispiel gegen die einheimischen Lebensformen oder gegen andere Kolonialsoldaten fremder Fraktionen, allerdings auch einen Malus gegenüber mechanischen Einheiten. Damit haben wir aktuell noch nicht so viel zu tun, Panzer oder ähnliches gibt es noch nicht wirklich und insofern macht uns das jetzt erstmal noch keine großen Probleme. Und mit dem Former werde ich hier immer mehr das Gelände modernisieren rund um unsere Stadt. Hier haben wir eine Farm gebaut, bei diesem Observatorium. Hier baue ich jetzt eine zweite Mine, hier steht schon eine dritte und ihr seht, dass das vom Programm automatisch genutzt wird. Also die setzen die Einheiten immer dort hin, wo es am meisten Sinn macht. Eine schöne Sache, die man in Pandora First Contact nutzen kann oder auf die man sich einschießen kann, ist eben dieser global genutzte Ressourcenhaushalt. Aufgrund dessen hat man die Möglichkeit, Städte schön zu spezialisieren. Man kann also einigen Städten sozusagen die Aufgabe zuteilen einer Nahrungsstadt, anderen Städten einer Mineralienstadt, denn es gibt ja einen globalen Pool, das heißt eine Stadt, die keine Nahrung erwirtschaftet, wächst trotzdem, denn sie benutzt einfach die Nahrung, die in anderen Städten als Überschuss herrscht. Was aber hast du mit Kim Il-sung vor? Du baust da so munter Minen und Bauernhöfe querbeet. Genau. Soll das eine sozusagen eine Multifunktionsstadt werden? Das sollte eigentlich hier werden eine Stadt, in der wir in Zukunft nur Wissenschaftler haben werden, weil hier ist ja das Observatorium. Die Wissenschaftler brauchen keine Geländemodernisierung. Denen ist es völlig egal, ob da Farmen stehen, Minen oder gar nichts. Das heißt, diese Geländemodernisierung, die baue ich quasi nur für die Startphase. Und solange das unsere einzige Stadt ist, ist es sinnvoll, hier diese Minen und die Farmen etwa gleichermaßen um die Stadt herum zu bauen. In dem Augenblick, wo wir einen Kolonisator errichtet haben und dann eine zweite Stadt, können wir dann die neuen Städte spezialisieren auf Mineralienstädte, auf Nahrungsstädte und so weiter. Und dann hier alle Bürger nur noch als Wissenschaftler im Job des Wissenschaftlers einsetzen und dann ist das, wie gesagt, völlig egal, wie diese Geländemodernisierungen aussehen rund um die Stadt. Dein Schweigen klingt skeptisch, Piro. Nein, überhaupt nicht. Vielen Dank für die Erläuterung. Das macht absolut Sinn. Das hast du super erklärt. Jetzt weiß ich Bescheid. Oh Gott, guck dir mal dieses Monstrum hier an. Ja, das sind offensichtlich zwei Einheiten oder zwei Wesen übereinander. Einmal eben ein sehr, sehr starker Leviathan mit 16 Lebenspunkten. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Unsere stärkste Einheit, die wir haben, hat 2,5 Lebens- bzw. Stärkepunkte. Diese hat 16. Also da
sähen wir keine Sonne, wenn es da jetzt zu Aggression seitens dieses Wesens käme. Der Direktor Eric Preston der Noxium-Gesellschaft meldet sich, um uns zu loben. Da habe ich keine Bedenken, wenn er uns loben möchte. Klar, kein Problem. Danke, akzeptieren wir. Das verstärkt das Lob quasi. Und jetzt haben wir auch das Deadlock-Ausweichfeld erforscht und können, erstelle mal eine Kopie von Trooper 1 und nenne die, na, welchen fantasievollen Namen könnte ich dem geben? Sagen wir mal, Trooper 2 mache ich mal. Wäre jetzt Pro sicher. Ja, da wärst du nicht drauf gekommen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, hier noch eine weitere Komponente dazuzufügen. Deadlock, Ausweichfeld, plus 25% Stärke bei der Verteidigung. Leider auch plus 25%. Ach, weißt du was? Das, eine reine Verteidigungseinheit, da könnte ich den doch sogar Garnison nennen. Was hältst du davon? Das ist ja sogar tatsächlich einigermaßen kreativ. Finde ich gut. Findest du gut. Schon passiert. Also zum Beispiel eine Einheit, bei der es Sinn macht, sie zum Beispiel in den Städten zu stationieren, denn auch das sollen wir vielleicht nochmal erwähnen, für vielleicht diejenigen, die vielleicht überwiegend über Civilization 5 oder ähnliches zu dir gestoßen sind oder in diesen Livestream vielleicht gestoßen sind. In Pandora First Contact ist es nicht so, dass sich Städte selbst verteidigen können. Eine Stadt, in der keine Einheit steht, so wie das derzeit in Kim Il-sung der Fall ist, kann theoretisch von jeder nahenden Einheit, von jeder nahenden feindlichen Einheit einfach eingenommen werden. Darüber müssen wir uns aktuell keine Gedanken machen, denn die einzigen beiden anderen menschlichen Fraktionen, die wir kennen, mit denen haben wir beide einen Nichtangriffspakt, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Und insofern dürfte uns da aktuell nicht viel passieren. Aber im späteren Spielverlauf sollten wir unbedingt darauf achten, immer mindestens eine Einheit in der Stadt zu haben, eher lieber mehr. Und da machen diese Garnisonen natürlich absolut Sinn, wenn sie einen Verteidigungsbonus bekommen. Ja, und hier dieser Kolonialsoldat bewegt sich in der Nähe der, vielleicht einzigen Stadt der Noxium-Gesellschaft, die sich übrigens witzigerweise an einem Noxium-Feld auch noch hingepflanzt hat. Die grasen jetzt selber alle Gelände-Ruinen rund um ihre Stadt ab. Da können wir im Grunde genommen, ist dieser Kolonialsoldat da völlig fehl am Platze. Ich verschwinde mal ganz schnell mit dem und suche mir mit dem ein besseres Plätzchen in dieser Welt hier. Im Übrigen fragt ein Zuschauer im Chat, welche oder wie viel Stärkepunkte die stärkste Einheit, die von Menschen baubar ist, im Spiel hat. Und da muss ich ehrlich gesagt passen, denn ich weiß es nicht ganz genau, denn bis ins allerletzte Zeitalter bin ich selbst noch nicht vorangeschritten. Es gibt mehrere Zeitalter, ähnlich wie man das aus anderen roten Strategiespielen kennt. Und was ich verraten kann, ist, dass wir am Ende des Zeitalters 1 eine Einheit bauen können, die wir vielleicht heute im Laufe des Abends noch sehen werden, die alleine ohne Beförderung schon mit 12 Stärkepunkten daherkommt, wenn ich mich nicht täusche. Und dann mit den ganzen Verstärkungen, die wir bauen können, diese Stahlplatten, später werden noch weitere Verstärkungen dazukommen, werden wir da locker mit 15, 16, 18, vielleicht sogar 20 Stärkepunkten starten können. Ich glaube, ich lasse jetzt diesen Trooper 1 doch jetzt hier stehen. Wenn ich richtig mitgezählt habe, dann haben wir jetzt nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Militäreinheiten, die alle zum Scouten des Geländes unterwegs sind. Das ist verflucht viel, das sollte eigentlich reichen. Und dann fangen wir mal an, hier welche zu stationieren. Das sind ja jetzt auch die militärisch ein bisschen fitter sind, weil die schon über Technologie verfügen. Denn wir sollten doch langsam daran denken, den ersten Kolonisator zu bauen, um zu expandieren. Mhm. Und sag mal, täusche ich mich oder habe ich gerade, während du erkundet hast, noch irgendwo fremde Landesgrenzen gesehen? Da täuschst du dich nicht. Ich glaube, wir werden gleich mit religiösen Fanatikern in Kontakt treten. Da steigt also die Spannung, eine weitere menschliche Fraktion hier auf diesem Planeten. Die Frage, ob wie stark die stärkste baubare Einheit hier ist bei Pandora, kann möglicherweise ein Zuschauer im Chat beantworten. Wenn ich das eben richtig gesehen habe, ist nämlich Monaldinho im Chat und der hat, glaube ich, schon mal eine Partie ganz bis zum Ende gespielt, hat auch die Beta-Version rege gespielt, war Tester bei Pandora und der sollte doch mithilfe dieses Wissens, über das er verfügt, diese Frage beantworten können. Falls er die Antwort gibt, reiche ich die dann auch gerne weiter. Ja, noch eine Garnison, denke ich, und dann den Kolonisator. Oder wir können den Kolonisator vielleicht auch jetzt schon bauen. Aber dann lass uns doch gleich mal prüfen oder mal schauen, wo wir denn überhaupt eine zweite Stadt hinbauen. Vielleicht schauen wir dafür auch erstmal nochmal auf unseren Ressourcenhaushalt.
was denn da Sinn? Ich meine, dieses Noxium-Feld bietet sich natürlich dort oben für eine Produktionsstadt zum Beispiel sehr schön an, nicht wahr? Ja, das denke ich auch. Also ich würde ganz gerne hier in die Nähe des Noxium-Feldes. Allerdings sollten wir dann natürlich den Alien-Bau erstmal vernichtet haben, sonst bringt uns das überhaupt nichts. Ansonsten sieht das hier sehr, sehr mau aus. Vielleicht sollten wir auch damit anfangen, hier diesen Teilkontinent hier zu erkunden, den Fog of War zu lichten. Gibt es auf fremden Kontinenten was Interessantes? Ja, hier ist noch ein Observatorium. Wir haben aber schon eins. Hier unten, das ist diese rosafarbene Fraktion. Die lernen wir jetzt kennen gleich. Sind die religiösen Fanatiker. Auf deren Kontinent ist hier auch ein Noxiumfeld. Hier könnte man also auch siedeln. Das wäre vielleicht ein besserer Standort. Denn hier ist noch ein Gebirge, wo man ebenfalls Mineralien gewinnt. Und auf dem Noxiumfeld, da könnten wir hier beispielsweise auf diesem Flachland eine Stadt gründen. Und das wäre dann ganz gut für die Mineralien. Und dann bräuchten wir natürlich noch eine Stadt für Nahrung. Und die sollten wir irgendwo gründen, wo es schön grün ist und an der Küste vielleicht auch. Das ist immer sehr leicht, Piro, an der Küste Nahrung zu erzeugen. Genau, denn durch jedes Küstenfeld gibt es immerhin zwei Nahrungspunkte. Das sind schon so viele Punkte, wie man durch ein normales Feld mit einer Farm erhalten würde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und insofern sind Küstenstädte da ganz ordentlich, wenn es um Nahrungsproduktion geht. Andererseits gibt es auch, wie ihr jetzt diese Noxiumfelder seht, die einen Mineral geben, gibt es durchaus auch Felder, die einen Nahrungsbonus geben. Ich glaube, wer so eins haben will, nicht gesehen. Vielleicht werden wir gleich im Rahmen unserer Expansionen und unserer Erkundungen hier noch weitere solches Feld mal entdecken. Aktuell haben wir noch kein solches gesehen. Eine Möglichkeit wäre, nicht darauf zu warten, bis wir dieses Nahrungsfeld haben, sondern hier eine Stadt zu gründen, auf diesem Waldstück, diesem tropischen Wald, östlich von diesem Wüstenhügel. Dadurch haben wir die Möglichkeit, hier beispielsweise auf diesen beiden Feldern, dem tropischen und dem Savannenfeld, da könnten wir beispielsweise Farmen bauen, also den Wald roden und dann Farmen bauen. Dann sollten beide Geländefelder jeweils drei Nahrung abwerfen, das ist schon mal ganz gut. Und auf diesen Feldern hier drumherum, den drei Küstenfeldern, da gibt es jeweils zwei Nahrung, die kann man nicht modernisieren, diese Küstenfelder, aber da könnten wir eine Nahrungsstadt dann bauen, indem wir hier hinsetzen. Wobei mein Vorschlag wäre, das als dritte Stadt zu haben und als zweite Stadt dann wirklich erstmal hier auf diesem Feld hier westlich von diesem Noxiumfeld hier die zweite Stadt zu gründen und dann hier auf den beiden Feldern hier Mineralien abzubauen. Der einzige Einwand, den ich dazu habe, ist, dass wenn wir die Stadt dort bauen, wo du es jetzt gerade planst, die Mineralienstadt, dann würden wir erst ab Größe 8 die Möglichkeit haben, weitere Bergfelder sozusagen mit in den Stadtradius zu erschließen. Denn, liebe Zuschauer, das ist etwas, das wir noch nicht erläutert haben. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon gewundert, ich sehe es auch gerade im Chat, warum sich der Stadtradius nicht erweitert. In Pandora ist es so, dass der Stadtradius erst ab Größe 8 und dann aber mit jedem weiteren Bevölkerungspunkt ein weiteres Feld zum Stadtradius hinzufügt. Und an der Stelle, die WB hier gerade geplant hat als Mineralienstadt, wäre der Nachteil der, zu Beginn oder bis Größe 8 nur zwei Felder tatsächlich drin wären, die wirklich auch Mineralien liefern können. Das ist für eine Mineralienstadt erstmal ein wenig mau, wie ich finde. Was meinst du denn dazu? Das ist halt unrichtig, aber es sind halt, dieses Noxiumfeld ist halt wirklich extrem ergiebig. Also 5 Mineralien, das ist schon ziemlich krass. Dann eine Mine drauf gesetzt, dann sind das gleich 6 Felder und in dem Augenblick, wo man über 8 Bürger rüberkommt und das ist ja eine frühe Stadt, das werden wir also auf jeden Fall noch schaffen. Haben wir ja so viele Gebirgsfelder, also ich finde das eigentlich ganz gut. Es sei denn, du hättest einen besseren Standort. Den sehe ich im Augenblick allerdings nicht. Naja, höchstens dort oben in der Wüste, wenn wir den Alien-Bau beseitigen würden. Ob das wirklich viel besser ist, weiß ich nicht, aber da würden wir auch direkt neben einem Noxiumfeld starten und halt auf Hügelfeldern, die, wenn wir sie mit einer Mine ausstatten, immerhin auch 2 Mineralien pro Runde abwerfen. Wie auch immer, wir werden erst in 8 Runden einen Kolonisator haben. Wir haben aber jetzt schon mal einen weiteren Bürger hier und dem kann ich jetzt hier, der arbeitet jetzt im Beruf des Bauern und gleicht das Nahrungsdefizit ein bisschen aus.
Was hältst du von dem Einwand, wenn wir die eine Einheit, die wir jetzt zurzeit in Kim-Dingsbums da stehen haben, vielleicht in den Osten des Kontinents schicken, um zumindest dort nochmal die restlichen Felder hier einmal aufzudecken, die uns noch fehlen? Zurzeit haben wir ja nicht wirklich mit Aggressionen zu rechnen und vielleicht finden wir dort ja auf unserem Kontinent noch ein paar Kleinigkeiten, ein paar tolle Siedlungsorte, die dann nicht so ganz weit entfernt wären auf einem anderen. Kann man Kontinent. Gerne machen. Ich unterstütze das außerdem noch mit diesem anderen Transportboot, das ich da hinschicke. Und jetzt lernen wir jemanden kennen, eine fanatische Lady. Da ist sie, Lady Lilith Vermilion. Ah, ein Gott hat bestimmt, dass wir uns treffen. Welcher Gott? Jener Gott, an den sie zu glauben wünschen. Bietet einen Nicht-Angriffspakt. Wollen wir erstmal gucken, ob sich das lohnt. Die haben ein starkes Militär, übrigens genauso stark wie wir. Wir liegen vorne, die Solardynastie und der Lichtorden. Ja, da sind wir natürlich mit einverstanden, mit einem Nicht-Angriffspakt. Dafür hat Lichtorden, was die Forschung angeht, nur wir haben 4. Das ist nicht weiter überraschend, denn Lady Vermilion, der Lichtorden, hat viele kleine Boni, aber eben auch einen fetten Malus, was die forschen um 33% langsamer. Das wirft sie natürlich forschungstechnisch ein wenig zurück. Lady Lilith Vermilion hätte gerne Geld. Geld dafür, dass sie mit ihr nicht Angriffspakt abschließen. Das sehe ich eigentlich nicht ein. Sollen wir mal nachfragen, wie viel sie gerne hätte? Ich frage doch mal, wie viel sie haben will. 125 Credits, also lediglich etwa 75% von dem, was wir besitzen. Über den Daumen. Ja, ich denke, darüber müssen wir natürlich nicht lange nachdenken. Das ist natürlich Quatsch. Handelsabkommen. Das ist ein Vorteil, ne? Des Lichtordens, wenn ich mich nicht täusche, sie bekommen einen leichten Kampfbonus, nicht wahr? Ich glaube auch. Die lehnt alles ab. Ich glaube, die kann es nicht leiden. Ich traue mich kaum der... Höflich gesund. Naja, also Forschung ist Quatsch. Ich mache da gar nichts. Ich gehe einfach raus aus diesem Gespräch. Nee, mit der ist nicht gut Kirschen essen. Ich gehe aber mal hier schauen. Na, mal gucken, wo war das denn jetzt gerade? Ich habe was Spannendes gesehen. Wo denn? Noch ein wenig weiter unten im Süden. Auf der Minimap. Ich habe mal wieder Probleme, mich auf der Minimap zu orientieren. Passiert mir ständig, aber ich glaube dir auch nicht. Nein. Dort, ja, ein Stückchen nach unten hier jetzt einfach. Ja, da. Das hier? Das meintest du doch, oder? Ich wollte einfach einen Blick werfen, wo die Stadt genau liegt. Okay, also ganz interessant, was mir jetzt hier sofort ins Auge gefallen ist, die Einheit, die Ratting Bull jetzt gerade markiert hat, wir sehen, das ist natürlich eine Alien-Einheit, dem trägt sie das lila oder rosa, was ist denn das für eine Farbe, Icon der Ordens. Diese Alien-Einheit gehört tatsächlich zum Lichtorden. Das ist eine Möglichkeit, die man in diesem Spiel hat. Durch unterschiedliche Events kann es dazu kommen, dass einem, also zum Beispiel, wenn man einen Soldaten dazu ausbildet, Alien-Einheiten zu übernehmen, dann kann es dazu kommen, dass man diese einheimischen Lebewesen tatsächlich auf seine eigene und diese dann für einen selbst in den Krieg setzen. Der Chat merkt an und ich merke das auch, dass du gelegentliche Tonaussetzer hast. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Schau doch mal, ob das möglicherweise daran liegt, dass du Push-to-Talk benutzt oder irgendeine andere technische Variante, wo du das so eingestellt hast, die Schwelle, wo du zugeschaltet wirst, dass die leisen Passagen weggefiltert werden, dass das vielleicht zu übertrieben eingestellt ist oder was auch immer. Ich will mal schauen. Und ich werde derzeit, während Pyro das testet, hier mal alleine weiter moderieren. Werde hier diese Ruine aufdecken. Nahrung haben wir jetzt hier geholt. Okay. Und schaut mal, wie viele Transportschiffe die Noxium-Gesellschaft jetzt ebenfalls aus Wasser schickt. Auch die hat jetzt die Vorteile davon entdeckt. Ah, sehr schön. Da haben wir jetzt gleich eine Ruine entdeckt. Die Vorteile davon entdeckt, übers See sich fortzubewegen. So, ich bin wieder da. Ich konnte nicht wirklich feststellen, woran es liegt. Aber es ist jetzt etwas besser. Okay, ich habe nichts gemacht. Dann bewege ich mich jetzt nicht. Bleib hier einfach so sitzen, wie ich hier gerade sitze. Und versuche einfach, wenn du magst, nicht ganz so viel zu atmen und dich wirklich stocksteif dahin zu stellen. Aber entspann dich bitte dabei. Ja. Schon schweigt Piro. So ist es richtig. Jetzt kann ich also die nächsten Stunden alleine quatschen. Großartig. Was hast du davon? Das habe ich davon. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut.
Ich hätte schon ganz, ganz gerne, wenn Piro gelegentlich auch was sagen würde. Nein, nein, ich bleib euch gesonnen, solange ihr mich einigermaßen verstehen könnt. Bitte entschuldigt die Soundqualitätsprobleme. Ich kann im Moment nicht wirklich orten, woher dieses Problem kommt. Aber solange ihr mich einigermaßen verstehen könnt, ist doch alles in Ordnung. Ja, und ich baue jetzt hier nochmal eine weitere Farm, okay. Und mit dem Kolonialsoldaten hier, entdecke ich gleich die nächste Ruine, sehr schön. Da ist sie, noch mehr Mineralien, mit dem ziehe ich hier übers Land und gehe auch gleich wieder ins Wasser, denke ich. Und zwar hierhin. So, und jetzt wollen wir mal schauen, wie der Osten unseres Kontinents aussieht. Ah, da ist schon mal ein sehr interessantes Feld. Das sind die Xenitblumen. Das ist eine wirklich gute Bonusressource. Wenn man daneben siedelt, bringt plus 50% in der städtischen Produktion, ohne dass Mineralien verbraucht würden, dafür extra. Das ist da baue ich sehr, sehr gerne meine Städte, muss ich gestehen. Das ist natürlich auch eine sehr attraktive Position, um eben dort eine Produktionsstadt beispielsweise zu bauen. Und man scheffelt die Mineralien, die für die Produktion nötig sind, in einer anderen Stadt und haut hier eine Produktionsstadt raus. Und da gibt es einen weiteren Kontakt. Die Ökopaxe, Advokatin Vivien Gardinier, möchte uns willkommen heißen auf Pandora. Wir sind hier, um diese neue Welt zu retten, sagt sie, und hoffentlich helfen sie uns dabei. Aber selbstverständlich, wo ist die Axt? Lasst uns die Bäume fällen. Wo ist die Hacke? Lasst uns die Berge aufreißen. Wir helfen gerne dabei, die Welt hier umzugestalten. Wir sind doch die industrielle Fraktion. Da ist doch klar, von vornherein ist doch da programmiert, dass wir uns mit den Ökopaxen einfach gut verstehen müssen, solange sie die Klappe halten und uns arbeiten lassen. Mal gucken, ob wir diesen Hans Wursten überhaupt einen Nicht-Angriffspakt anbieten müssen. Wahrscheinlich sind die viel zu schwach. Lohnt sich kaum, ist vielleicht effektiver drauf zu dreschen. Nein, na, sie haben tatsächlich ein ganz, ganz schwaches Militär. Frauen schlägt man aber nicht, deshalb bieten wir denen einen Nicht-Angriffspakt an. Oder möchtest du das doch tun, Piro? Also ganz im Ernst, es gefällt mir gar nicht, wie du über sie redest. Schau doch mal, wie sie dreinblickt, so unschuldig und so doof irgendwie, ne? Ach, das kannst du doch so nicht sagen. Die ist friedlich und unschuldig und du sprichst hier von draufdreschen. Also ich bin entsetzt. Einer von uns hat ein weiches Herz und in Personalunion auch einen weichen Keks, muss ich gerade feststellen, statt einer Birne. Ganz schön kompliziert hier, das Persönlichkeitsprofil von Piro Parker. Also, nicht Angriffspakt, ja oder nein? Ja. Ist da Weichei? Ja, gut, bitte, wie du möchtest. Du hast dir jetzt einen weiblichen Fan verschafft. Sie akzeptierte nicht Angriffspakt und weiß wahrscheinlich, wem sie das zu verdanken hat. Mir nicht, sondern Piro Parker. Was könnten wir ihr sonst anbieten? Wirtschaft, Forschung, da ist sie in allem etwa so gut wie wir. Also Handelsabkommen ist immer gut. Wir brauchen ja ihr Wohl, ihre Zustimmung. Ansonsten schickt sie uns ja ihre riesige Armee auf den Hals, vor der wir zittern müssten. Oder zumindest Piro Parker zittert. Forschungsabkommen, ja, werde ich auch mal anbieten. Mal gucken, ob sie das macht. Akzeptiert ebenfalls ein Forschungsabkommen. Ganz ausgezeichnet. Jetzt ist Piro glücklich. Und was möchte man mehr als Let's Player, als wenn der Co-Moderator auch glücklich ist? Das alles habe ich für mich gemacht. Gardinier, ja, danke schön. Wenn Vivien Gardinier von Terra Salvum glücklich ist, dann bin ich es auch. Ja, das ist die... Naja, die richtige Einstellung nicht, aber zumindest eine sehr unterhaltsame, die du hier an den Tag legst. So, jetzt haben wir hier den Kontinent weiter fast ganz aufgedeckt. Hier können wir noch ein kleines bisschen vorziehen. Und viel ist das nicht. Jetzt können wir auch den Trooper wieder zurückziehen. Ja, den ziehe ich wieder zurück nach Kim Il-sung rein. Ah, eine weitere Ruine ganz im Westen wird aufgedeckt. Forschungspunkte bekommen wir und so viele Forschungspunkte, dass uns der Flammenwerfer freigeschaltet wird. Wir haben die Technologie noch ein bisschen früher freigeschaltet, als wir es sonst geschafft hätten. Und das bringt uns mit diesem Hellfire-Flammenwerfer die Möglichkeit, Piro Parker eine Einheit zu bauen oder Einheiten zu bauen, die für den Kampf gegen Aliens besonders gut geeignet sind. Genau, das hatte ich vorhin schon mal kurz angerissen. Durch den Flammenwerfer gibt es plus 25% Bonus gegen biologische Einheiten. Die Aliens sind alles biologische Einheiten, das ist also im Prinzip dafür schon mal ganz toll. Und eben auch gegen weitere Kolonialsoldaten, dafür einen Malus gegenüber mechanischen Einheiten. Aber solange es aktuell noch keine Panzer oder etwas gibt, ist das nicht weiter tragisch.
So, und damit haben wir jetzt die Garnison 2 mit einem Deadlock aus, mit einem Deadlock-Ausweichfeld, oder? Ne? Habe ich es eingestellt? Jetzt habe ich es eingestellt. Das ist die Garnison 2, genau. Stahlpanzerung, Hellfire, Flammenwerfer, das ist die bislang stärkste Einheit, die wir ab jetzt bauen können. Okay, und schauen wir doch gleich mal an, welches Forschungsgebiet wir als nächstes machen. Also, ich ahne, Piro, dass der Zeitpunkt, wo die Aliens uns angreifen, nicht mehr allzu fern ist. Deshalb sollten wir vielleicht die adaptiven Befestigungen erforschen und mit ihnen diese Welle, diese Bunkerwände. Was meinst du? Ja, das ist eine gute Idee. Ich schaue gerade, was wir hier im Technologiebaum noch an weiteren Optionen haben, denn Angriff ist ja immer die beste Verteidigung. Da ist die Frage, ob wir nicht die Möglichkeit haben, uns einfach weiter zu rüsten, zum Beispiel einen Panzer zu erforschen oder weitere Verbesserungen für unsere jetzigen Soldaten zu erforschen, um den Aliens, wenn sie uns denn angreifen, dann gehöre ich den Allerwertesten zu versohlen. Kolonisierungseifer wäre eine Möglichkeit, dann bekommt man einen Gratis-Kolonisator, ist zu Beginn ganz gut, aber das dauert ein bisschen, bis wir diese Technologie freigeschaltet hätten. In der dritten Spalte steht die leider erst. Von Spalte zu Spalte braucht man ja etwas mehr Forschungspunkte. Und wenn ihr euch mal anschaut, wie viel die anderen hier brauchen, 14 Runden würden die anderen hier dauern, das dauert wirklich lange, lange, lange. Also ich wäre wirklich dafür, erstmal die adaptiven Befestigungen und dann auf Nummer sicher zu gehen. Ich denke mir so, ab der dritten Stadt wären die Aliens vermutlich kommen. Wäre mein Tipp so. Ich glaube, das passiert schon vorher. Aber dann mal los. Okay. Wir haben noch immer kein Nahrungsressourcenfeld gefunden, nicht wahr? Nicht nur das, wir haben auch immer noch keinen der beiden Spiele-Key unters Volk gebracht, unter die Chat-Zuschauer. Und damit sollten wir jetzt doch vielleicht mal anfangen, denke ich mir. Zum einen ist das der Key von Pandora First Contact, den uns der Publisher zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank, den werden wir aber jetzt noch nicht verlosen. Aber es gibt noch einen zweiten Key. Und zwar habe ich doch glatt bei meinem letzten Live-Abend groß angekündigt, ich würde Ace Patrol Pacific Skies verlosen, ein Exemplar davon, und habe das dann vergessen. Niemandem ist es aufgefallen. Komisch, ich finde das Spiel eigentlich sehr, sehr schön. Ich spiele es selber sehr gern, Let's Play es auch. Trotzdem keinem aufgefallen, sehr, sehr seltsam. Vielleicht waren ja alle nur fasziniert vom Spielgeschehen, aber kann auch sein, dass es einfach nur so vergessen worden ist. Und das möchte ich jetzt natürlich nachholen. Also, liebe Zuschauer im Chat, das ist die Frage. Wer sie als erster beantwortet, bekommt einen Gratis-Key von Pacific Skies oder hat die Möglichkeit, diesen Gratis-Key an einen anderen zu verschenken, an den, der sich über das Spiel vielleicht noch ein bisschen freut, als man selber. Wie auch immer, wer weiß folgende Frage als erster? Tippt die Antwort in den Chat. Wer als erster die richtige Antwort hat, bekommt den Key. Unsere Frage heißt, wann ist Ace Patrol Pacific Skies exakt erschienen in Deutschland? An welchem Kalendertag? Das ist die Frage und das ist auch das Ende des zweiten Teils des Live-Abends. Kurze Pause, in wenigen Minuten geht's weiter. Wir sehen uns gleich. Bis gleich.